Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder ein Townie-Umstyling. Denn in meinem Stream spielen wir die Not-So-Berry-Challenge. Link in der Videobeschreibung. Und ich zeige euch einfach mal, was Sache ist. Denn unser süßer Janus, mit dem wir dann auch weiterspielen werden in der zweiten Generation, hat ein paar Freunde, die sind auch alle zum Teenager geworden. Und ich dachte, es wäre vielleicht schön, wenn die auch alle einen gewissen Stil haben. Weil, wie wir alle wissen, gerade wenn man mit Custom Content spielt, die Randomized Outfits sind nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen dachte ich, nehme ich euch heute mal mit und ich beschreibe euch vielleicht ein bisschen, wie ich überhaupt die Charaktere mir so forme, dass sie dann auch eben alle ein bisschen individuell sind. Ich würde sagen, wir fangen mit Trevin an, weil das ist sein bester Kumpel. Der wird ja schon fast zum jungen Erwachsenen. Aber das ist egal. Die Outfits bleiben ja dann in dem Alter. Okay, er hat zwei Schwestern. Er ist korrekt und ein Genießer. Und er mag rationale Sims. Aber ich werde das einfach mal neu randomisen. Ja, weil ich möchte gerne ein paar mehr Infos haben. Ich finde das sehr schön. Das habe ich letztens in einem Let's Play Part auch schon angesprochen. Mittlerweile wird nicht mehr pro Kategorie nur eine Sache gerandomized, sondern eben mehr. Das gibt dem Ganzen natürlich ein bisschen mehr Dimension. Wir haben Gartenarbeit, Schauspielern und Schreiben als Vorliebe und Programmieren als Abneigung. Er mag Gelb und mag kein Braun und Grau. Okay, also möchte er ein bisschen farbenfroher sein anscheinend. Er mag Komplimente und Täuschen. Wild. Terrassendeko ist sein Ding. Modestil Rocker. Wild. Adrett, aufpoliert und Outdoor ist nicht so sein Ding. Unambitionierte Sims mag er und streitlustige Sims mag er nicht. Wild. Ist sehr interessant, dass er unambitionierte Sims mag, weil Janus wird tatsächlich Politiker werden und dementsprechend sehr ambitioniert. Aber das heißt ja nichts. Außerdem mag er Metal und hasst Sommerhits. Okay, also können wir sagen, er ist so ein bisschen so ein Altboy. Da können wir auf jeden Fall was Cooles draus machen. Erstmal mach dich mal kurz nackig. Er hat ein ganz schön breites Kreuz, ne? Naja, look at you. Also eigentlich bist du ja ein Süßi, ne? Ich würde nur gerne, dass du eine andere Brille trägst. Ich nehme immer dieselben Brillen, das ist einfach schlimm. Wie wäre es denn mit so einer? Die finde ich eigentlich cool. Und da wir jetzt ja diesen wunderschönen Button haben, können wir es überall hinzufügen. Ist einfach toll. Er hat keine Merkmale hier, deswegen gucken wir mal, ob wir ihm einen Skin geben. Das sieht süß aus. Okay. Nee, das ist zu viel. Vielleicht hat er noch ein paar Sommersprossen. Die sind so richtig soft. Das mag ich. Ich weiß nicht, wo es herkommt, dass er so Afro-Textured Hair hat. Deswegen würde ich ihm das einfach mal wegnehmen tatsächlich. Oh mein Gott, sieht das süß aus. Aber es ist jetzt irgendwie auch nicht so ganz das, in welche Richtung ich gehen will. Da passt das hier schon eher. Okay, da er jetzt ja so Rocker und so stand da ja, mag er. Ich glaube, dass das dann halt so in diese Richtung geht. Außerdem finde ich es richtig cool. Also, let's go. Richtig cool. Ich glaube, dass wir hier viel aus diesem Grunge-Kit und aus diesem Gothic-Kit die Sachen gut benutzen können. Aber trotzdem steht der ja auf Farben, ne? Also Gelb ist auch irgendwie interessant. Das ist vielleicht auch interessant. Das hier hat schon wieder zu nerdy Vibes irgendwie. Deswegen fühle ich das gerade nicht so. Ich glaube, ich finde die Jacke vom Anfang noch am besten. Und dann einfach so eine Hose. Mega gut! Die Hose finde ich gar nicht mal so schlecht. Nur würde ich sie gerne in einer anderen Farbe haben. Jetzt muss man halt nur noch irgendwas finden, was da halt dann gut zu passt, ne? Was vielleicht auch nicht so dolle clasht. Da könnte man dann halt so das Gelb noch mit einbringen. Er ist vielleicht einfach nicht der Typ, der so krasse Abendkleidung trägt und deswegen denkt er so, okay, das ist halt so das Schickste, was ich so rausholen kann. Also es sieht ja auch nicht schlecht aus, also let's go. Ich glaube, er hat halt auch nicht so die besonders schicken Schuhe da und denkt sich so, ja, hoffentlich passt das einfach. Ja, ich erzähle mir hier immer ein paar wilde Geschichten. Aber so ist das nun mal, wenn man tatsächlich halt auch interessante Sims erstellen möchte. Das ist so mein Tipp an euch. Sportkleidung ist mir relativ egal, kann er ruhig so sein. Schlafkleidung interessiert mich wahrscheinlich auch nicht so sehr. Wir werden vermutlich nicht mit ihm irgendwie anbändeln. Wie wäre es einfach mit sowas Lockerem? Dass er so eine College-Jacke trägt, da sehe ich ihn irgendwie auch. Ist doch ein cooles Outfit, kann man machen. Schwimmkleidung mache ich meistens auch nicht so viel draus. Das kann man definitiv auch machen. Sehr cool. Das gefällt mir sehr gut. Und so haben wir unseren Best Friend umgestaltet. In 20 Minuten, ups. Das könnte heute ein bisschen länger dauern für mich. Ich habe erstmal ein bisschen aufgeräumt in seinem Panel, weil das einfach viel zu voll war. Er ist halt sehr sozial. Wir machen mal weiter mit Berlin. Wir haben tatsächlich erst beim letzten Mal herausgefunden, dass Berlin männlich ist, biologisch. Wir dachten irgendwie die ganze Zeit, er wäre ein Mädchen, als die Kinder waren. Und jetzt haben wir uns einfach darauf geeinigt, er nutzt alle Pronomen.
Also er ist nicht binär. Deswegen möchte ich auch das so ein bisschen im Stil wieder einfangen. Okay, und dann randomisieren wir natürlich wieder direkt. Okay, sie mag Raumfahrttechnik, mag Schauspiel und Unfug nicht. Orange, gelb, rot und schwarz ist aber blöd. Okay, das wird interessant. Er mag täuschen, aber mag nicht Tratsch und über Hobbys reden. Mid-Century-Deko ist nice, aber die Abneigung macht mich fertig. Er mag Outdoor-Kleidung und Basics sind nicht so ihr Ding. Egoistische Sims und spitzbübische Sims mag sie nicht. Das ist natürlich auch schlau. Also das ergibt tatsächlich sogar Sinn irgendwie. Alternative Musik ist cool und Nu Disco nicht so. Also kind of nerdy wahrscheinlich, ne? Mal schauen. Ist auf jeden Fall ein Süßi. Vielleicht hat er auch einfach mal einen Bart, weil irgendwie meine meisten Teenager-Sims haben gar keinen Bart, was auch irgendwie unrealistisch ist. Und ich weiß, dass ich Janus einen Bart gegeben habe. Aber er kann ja irgendwie auch nicht der Einzige sein, der einen Bart hat. Also, das geht natürlich schon, aber vielleicht hat er einfach lange Haare. Finde ich actually ziemlich süß. Ja, Locken machen eigentlich nicht so viel Sinn, weil sie hatte vorher halt glatte Haare, ne? Hier wäre es halt einfach klassisch mit sowas. Und dann dachte ich mir, dass sie vielleicht einfach so ein bisschen Eyeliner oder so trägt. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, leider sieht irgendwie der Highlighter immer doof aus. Ich krieg das jetzt gerade nicht hübsch hin. Schade. Aber hey, der Eyeliner steht ihr auf jeden Fall auch gut. Ich würde ihr gerne einen Rock geben. Aber das ist doch cool. Dann einfach so ein Armband. Und sie mag ja Outdoor, deswegen kann sie ja einfach so Stiefel tragen. Das gefällt mir richtig gut. Das ist jetzt nicht so outdoorsy, aber trotzdem finde ich es irgendwie passend. Ich weiß nicht. Ich weiß, du magst keine Basics, aber ich glaube, zum Sport machen ist es besser, wenn du ein paar Basics trägst. Yeah, das gefällt mir doch. Zum Schlafen das hier? Naja, okay, vielleicht nicht. Also das ist dann doch vielleicht ein bisschen too much. Ich meine, for specific purposes könnte das ganz gut sein. Aber ich glaube, wenn ich ihm das jetzt einfach so gebe und wir vielleicht mit ihr dann wirklich noch irgendwie anbändeln, ich glaube, dann erschrecke ich mich. Na, das kann man doch machen. Wie viel Schmuck möchtest du denn noch tragen? Ich glaube nicht. Dieser Sim ist so hübsch. Wirklich. She's slaying. Das gefällt mir so gut. Ich lieb's. Eine Kette vielleicht? Wo kommen die Wimpern her? Oh, aus der Brillenkategorie. Das heißt aber nicht, dass du keine Wimpern tragen kannst, ne? Also, süß. Ich wollte trotzdem eine Kette. Oh, das ist so eine Pride-Ding. Süß. Ich google mal kurz die Flagge, weil dann kann sie die ja tragen. Das müsste diese hier sein. Die hier dann, ne? Cool. So, weil ich meine, das ist ja ganz oft, dass man dann so beim Party machen oder so, dass man dann so komplett all out gehen kann und dann auch offen damit umgehen kann, dass man anders ist und dass man halt auch stolz drauf ist, was man ist, und das ist halt einfach schön. Deswegen finde ich das richtig passend und das füllt halt auch voll das hier dann so aus. Ich lieb's. Ich bin so ein Fan. Ich glaube, er würde auch sowas machen. Sowas Wildes. Eine Sonnenbrille natürlich. Slay! Ich könnte diesem Sim wahrscheinlich auch einfach alles anziehen und es würde unfassbar gut aussehen. Oh mein Gott, ich liebe es. Das sind so Dinge, die habe ich noch nie getan, aber wenn es zu jemandem passt, dann zu Berlin. Der Kuhprint, ja. Einfach perfekt. Jetzt noch eine Mütze. So schön. Wirklich, also selten war ich so Fan. Okay, wir haben jetzt noch Hideyoshi und Edna. Das kriegen wir ja noch irgendwie hin, oder? Bella Goth? Oh mein Gott, Hideyoshi ist der Sohn von Bella. Also ich meine, ja, er heißt Goth, aber ich habe das irgendwie vergessen. Aber er ist gemein. Aber er mag Recycling. Schön. Kreuzstich und Videospiele hasst er komplett. Gelb und Rot hasst er komplett. Er mag Geschichten und tiefgründige Gedanken. Märchendeko. Aufpolierter Modestil ist nice. Modestil Outdoors, nicht so seins. Energiegeladene Sims mag er. Naturfreaks und optimistische Sims sind nix für ihn. Musikstil Retro ist nice. Und Latino und Schlaflieder, Sender. Das ist interessant. Aber naja, er ist halt auch ein Goth, ne? Die Nase ist wild. Und ich möchte gerne seine Augenbrauen ändern. Das ist schon besser. Okay, da er ja einer von den Goths ist, macht er sich natürlich ein bisschen schick, ne? Sollte klar sein. Aber er sieht so unschuldig aus irgendwie vom Gesicht, ne? Es ist auch süß. Das ist irgendwie eine Frisur von so einem bösen Wissenschaftler oder so. Pff, wie geleckt. Perfekt. Ähnlich wie Janus wird er wahrscheinlich auch so Hemden und so Kragen und so tragen. Aber vielleicht auch nicht ganz so streng wie Janus, weil Janus, wie gesagt, möchte ja eben Politiker werden. Und vielleicht denkt er sich so, ich mache mich zwar schick, aber ist alles noch so in so einem Rahmen. Das heißt, er zieht dann trotzdem zum Beispiel Turnschuhe dazu an. Wie viel Zeit mir einfach schon durch diesen Kopieren-Button erspart wurde, ne? Oh mein Gott, Leute.
wenn ihr wüsstet. Mist, er mag Rot nicht. Aber das ist so dieses klassische, die Goths verbinde ich mit der Farbe Rot. Warum magst du es nicht? So all black und dann kann er meinetwegen noch einen Ring tragen. I don't think so. Money. Ja, beim Schlafen, wie gesagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Das sieht auf jeden Fall auch nach Geld aus, sag ich mal. Das ist schon wieder irgendwie zu nerdy. Ja, das ist schon besser. Und da kann er dann auch wieder einen Ring anziehen. Badekleidung, easy peasy. Nimm dir einfach eine Buchs. Slay King Slay. Aber an dir sehe ich es jetzt nicht so. Kommt dann in seinen Badelatschen so zur Schule. Finde ich auch irgendwie lustig. Ja, das kann man ruhig machen, würde ich sagen. Ich denke, wir haben seinen Charakter ganz gut getroffen. Jetzt fehlt nur noch Edna. Weil mit Sahir sind wir nicht so richtig befreundet, deswegen lohnt sich das jetzt meiner Meinung nach nicht. Ich habe vergessen, dass Edna ein Landgrab-Girly ist. Sie ist Vegetarierin und ein Geek. Interessant. Sie mag Angeln, Raumfahrttechnik und Schreiben. Das passt auf jeden Fall zu ihrem Geek-Dasein. Sie mag Braun und Grün und sie mag kein Schwarz. Sie hasst Komplimente und Smalltalk. Bohem-Deko ist voll ihr Ding. Insel-Deko und Landhaus-Stil ist nicht so ihrs. Aber sie mag den Modestil Landleben. Hipster, Outdoor und Rocker ist nicht so ihr Ding. Idealistische und streitlustige Sims mag sie. Pessimistische Sims sind nicht so ihr Ding. Sie mag Metal! Das ist so lustig. Elektroniker und Konzentration ist nicht so ihrs. Ja, sie ist ein Geek und sie mag halt so Cottage-Style irgendwie, ne? Das sieht, finde ich, ganz süß aus, der Skin. Highlighter natürlich. Ja, vielleicht nicht ganz übertrieben. Ich würde ihr mal ganz kurz andere Augenbrauen geben, weil sie guckt so böse. Okay, das ist anscheinend immer der Fall. Na gut. Ich würde ihr mal ganz kurz die EA-Lashes wegnehmen. So, sie mag ja braun und grün so und vielleicht macht sie auch einfach ein bisschen Make-up. Das finde ich süß. Ich glaube, Lippenstift ist nicht so ihr Ding unbedingt. Cute. Und da sie ja auch so Landhaus mag und so, passt das ja irgendwie auch gut. Dass sie dann vielleicht einfach ihre Zöpfe so flechtet und so. Die Hose ist zwar jetzt nicht so Cottage-Vibe, aber ich finde die trotzdem richtig süß. Deswegen würde ich die eigentlich mal beibehalten, glaube ich. Süß. Vielleicht noch eine Kette oder so? Ach, schön. Ich finde sie sehr cute. Das ist mein Vibe. Du kannst jetzt nicht auf einmal schielen. Lackieren wir noch ihre Fußnägel. Die Mühe würde sie sich wahrscheinlich schon machen. Vielleicht macht sie die ja auch auf zu besonderen Anlässen. Oh, die finde ich schön. Das passt auch gut. Und dann zur Ausgekleidung fügen wir die auch hinzu. Süße Maus. Das ist doch mal was. Es ist wild, natürlich. Aber vielleicht ist sie ja auch generell einfach nicht so eine Sportmaus und denkt sich so, naja, das wird schon passen. Ich finde es toll. Ach, das finde ich ja süß. Aber dann würde ich, glaube ich, doch nicht nur eine Unterhose dazu anziehen. Irgendwie sieht das dann ein bisschen wild aus. Das ist ein bisschen besser. Hä, wie süß ist die Strumpfhose? Da habe ich gar keine andere Wahl, als die zu nehmen. Oh mein Gott, ist das süß. Gar nicht mehr. Der ist richtig schön. Ich habe so tolle Badeanzüge. Diese Latzhose habe ich früher meinen Sims immer angezogen. Und jetzt so lange nicht mehr. Oh, ich finde es gerade so süß. Sie bricht auf jeden Fall aus dem Landgrab-Circle ein bisschen raus. Aber es muss ja nichts Schlimmes sein. Ich bin übrigens nicht immer so gut darin, halt immer alles mit einzufangen, was ich mir da so ausgedacht habe. Aber ich gebe mir Mühe. Ich meine, letztendlich muss es ja auch mir gefallen, weil ich spiele, ne? Also behaltet eure Meinung für euch, wenn ihr der Meinung seid, das ist aber gar nicht der Stil und bla bla bla. Dann ist das halt so. Nehmen wir nochmal dieselbe Strumpfhose, weil die so süß ist. Oh, ich bin so Fan von ihr. Damit haben wir tatsächlich auch schon jeden umgestylt. Also schon ist eine gute Sache. Ich nehme schon wieder so lange auf, wie ich für den Let's Play Part aufnehme. Ich dachte, das wäre eine Sache, die vielleicht ein bisschen kürzer ist, damit ich ein bisschen vorproduzieren kann, weil ich dann ja mehr Zeit habe. Aber jetzt ist es halt nicht so. Naja. Ihr könnt mir gerne sagen, ob ich die Sims getroffen habe mit ihrer Personality, ob ihr sie toll findet oder nicht. Und ansonsten sehen wir uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!